What? What the heck happened here? Jemand hat die Wachen ausgenockt? Who did this to them? Huh? Sehr seltsam. Keine Reaktion, der Körper ist leblos. Holy shit. Hauptgeschoss, zentrale Treppe oben, Untergeschoss, okay. Es ist also der erste Dungeon im Spiel und gar nicht mal so klein, wie es scheint. Wobei, verhältnismäßig wahrscheinlich doch sehr klein. Was ist das hier? Interessant, aber irgendjemand ist hier drin. Irgendjemand ist hier. Irgendjemand will diesen Tempel entweihen. Und auch die Kugel an sich bringen. Aber daneben wurde hastig zum Altar schnell die Kugel. Mehr steht da nicht. Die Kräfte des armen Soldaten müssen verschwunden sein oder geschwunden sein. Smog. Also entweder jemand hat diese Dinger hier freigesetzt oder es sind die Smogs, die hier Unruhe stiften. Oh Gott. Kleine Bengel. Hoffentlich sind die nicht so stark wie der Lausebengel da. Sonst haben wir ein Problem. Sie sind auf jeden Fall nicht schwach, wie ich gerade merke. Diese Teilung auf sich selbst, okay. Ja, gut, das passt soweit. Der hat ähnliche Tricks drauf wie der Lausebengel. Aber natürlich nicht so stark. Kleinen Bengel. 48 Erfahrungspunkte. Ist das hier eine andere Region? Gilt das als andere Region? Mal eben gucken. Königstempel, yo. Kleine Bengel. Smaragdküste gehört nicht dazu. Und noch ein Unbekanntes, das ist ein Dr. Slime, die kennen wir ja schon. Da oben können wir lang. Interessant, da standen drei, wir treffen nur zwei. Hm. Dann hauen wir erstmal den einen kaputt, sehr gut. Sehr gut. Ah. Hä? Ich bin hart verwirrt. Aber offenbar stimmt das einfach nicht immer überein. Damit gebe ich mich auch schon zufrieden. Ah, der heilt sich jetzt wieder, der Penner. So. Wow. Okay. Who else wants some? Okay, hier können wir da lang gehen. Ich will mir aber auf jeden Fall auch den Außenbereich angucken. Irgendwas muss da ja auch sein. Das ist hier so eine Art... Ja, das ist... Finden wir denn hier irgendwas? Hier offenbar nichts. Aber es könnte gut sein, dass hier irgendwo zum Beispiel auch Truhen versteckt sind. Oder Funkelflecken, wie jetzt in diesem Fall. Ein Stück Monsterleder. Hier kommen wir nicht rüber, aber wir haben das Monsterleder gefunden. Ja, das ist doch gut. Und ich denke mal, dass wir das Monsterleder später für etwas bessere Sachen dann eventuell brauchen werden. Für die pfiffige Schmiede. Ja. Die sind respawned. Oh nein. Die sind zu perplex, um sich zu rühren. Das passt gut. So, und Knister.
Und wir können sogar nochmal und wir machen nochmal Knister. Und wir haben sie alle erledigt. Wir sind einfach zu schnell auf sie losgestürmt. Das hat sie hart verwirrt. Okay. Hier lang. Da vorne sehen wir Smog. Dann probieren wir nochmal, sie irgendwie zu bestehlen. Leider nichts. Oh, der eine ist sogar tot. Perfekt. Who else wants? Wie viel brauchen wir denn noch? Oh, beide so 200 in dem Bereich. Wolltest du mich verarschen? Zwei Doktorschleime. Wir müssen sie besiegen, bevor sie sich gegenseitig heilen. Das wäre blöd. Oh, schön abgeblockt hier. Bin schon gespannt, wann wir übrigens auch... Ich weiß, das ist jetzt ein harter Themenwechsel, aber wann wir denn die anderen Gruppenmitglieder alle bekommen. Bei manchen könnte das bestimmt länger dauern. Ich weiß, also es sind ja alle die wir im Intro gesehen haben. Das sind ja schon eine Menge. Und insgesamt sind wir dann... 3, 5, 7 müssten wir dann insgesamt sein. Also es kommen auf jeden Fall, ich glaube, 2 Magier kommen noch dazu. Oh, Doppelangriff. Who else wants? Sehr gut, da haben wir einen Smog. Sogar 2. Weiß nicht, kann Feuer da was ausrichten? Der Smog ist leider stark, aber ich glaube, Feuer ist da ganz gut. Oh, auf jeden Fall so gut, dass der eine tot ist. Sehr schön, jetzt gehen wir mal hier hoch. Das ist die andere Seite des Außenbereichs, da wollen wir ja auch hin. So, was haben wir hier? Vielleicht eine Truhe auf der Seite? Nope. Aber eventuell auf dieser Seite. Ja. Damit war zu rechnen. Stärkering. Den könnten wir Eric geben. Der hat hier noch einen Platz. Stärkering. Plus Angriff. Eric trägt schon zu viel. Warum? Der trägt doch nicht zu viel. Ach so. Das Soldatenschwert vielleicht, oder? Ja. Wir müssen irgendwann vielleicht mal die Beutel von den jeweiligen Partymitgliedern mal entleeren und ein bisschen aufräumen. Man kann offenbar nicht endlose Sachen mit sich schleppen. Also vielleicht in den Hauptbeutel, aber nicht grundsätzlich. Was sind das für Viecher? Oh. Das sind auch Roboter. Metallmeise. Können wir die one-hitten? Nee. Wäre auch zu schön gewesen. Beschleunigung. Nicht gut auf sich selbst. Deswegen kann sie jetzt nochmal angreifen. Kriegt jetzt aber von mir den Todesstoß. Perfekt. Who else wants? 76 Erfahrungspunkte. Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir uns diese Kraft lieber aufbewahren. Gegenstandsbeutel müssen wir mal... Heilkraut auf Eric. Sehr gut.
Ich will hier hinten lang. Da geht's weiter in den Dungeon. Hier hinten finden wir die Truhe, die wir von der anderen Seite aus gesehen haben. Wie gesagt, eigentlich will ich mir die Koop-Kraft aufbewahren für einen möglichen Endboss hier. Im Dungeon. Nice. Eric, Stufe 10, neuer Zauber erlernt und 2 Talentpunkte. Er ist jetzt auf 80, was die Lebenspunkte angeht, und bei Flinkheit schon auf 42. Steiniger Springbrunnen ist ein neuer Zauber. Eric lernt eine neue Koop-Kraft, die mit Waldes Hilfe benutzt werden kann. Verbrannte Erde. Eric erhält 2 Talentpunkte. Wir können ja mal gucken, ob wir damit irgendwas reißen können, aber ich glaube nicht. Hier brauchen wir jeweils 8. Oh, hier. Chance auf kritische Treffer mit Messern. Machen wir. Ah, cool. Hier sieht man, wie das langsam so aufgebrochen wird. Vipernzahn. Sticht ein Feind auf eine spezielle Weise, durch die selbiger gelegentlich verseucht wird. Hm. Sehr interessant. Oh, den haben wir überrascht. Sogar mit Dr. Slime. Okay, vielleicht hat doch er uns überrascht. Eigentlich müssten wir jetzt eine Stufe aufsteigen. Ja, weil das steigt auch auf Stufe 10 auf. Unsere Werte steigen auch kräftig an überall. 2 Talentpunkte. Weiß gar nicht, wie viele haben wir? 4. Aber das reicht für nichts. Das reicht für nichts, außer halt hier. Will ich aber noch nicht verwenden. Ich warte auf Zick. Was haben wir denn hier drin? Templeruniform. Das ist doch genau die, die wir hätten craften können, oder nicht? Was kann die denn? Oh, Charme erhöht sich deutlich. Ist das vielleicht was für Eric? Yo. Das schmissige Standardgewand eines gewissen Ordens edler Ritter. Also Charme wird um 10 gesteigert. Das ist gut. Und Abwehr auch um 2 bei ihm. Dann nimm das auf jeden Fall. Metallmeisen. Knister. Oh, wir sind nochmal dran. Oder warte mal. Steiniger Springbogen erzeugt ein Erdsiegel, das dem Feind jedes Mal, wenn er eine Aktion ausführen will, Schaden zufügt. Das ist auch cool. Das, lohnt sich aber bei Bossen mehr oder sowas. Die halt wirklich länger auch am Leben bleiben. 52 Erfahrungspunkte. Was brauchen wir denn jetzt insgesamt? Wir brauchen 721 und Eric 731. Okay. So, wir gehen weiter nach unten. Das sieht schon mal bedrohlich aus. Die kann ich aber meiden. Zu perplex. Oh, Eric ist leider hier nicht mehr verzaubert. Ja, aber jetzt haben wir ungefähr ein Gefühl dafür bekommen, wie lange das anhält. Sehr nice. Da ist ein Eyeborg. Der eine leuchtet. Monstermäßig unterwegs. Wenn du unterwegs ein funkelndes Monster siehst, dann kannst du sein Fortbewegungsmittel verwenden. Vorausgesetzt, du besiegst es.
Auf diesem Weg kannst du in Gebiete gelangen, die dir normalerweise nicht zugänglich wären. Außerdem kannst du auf die einzigartigen Fähigkeiten deines neuen Fortbewegungsmittels zugreifen. Also, warum gibst du diesem glitzernden Eibock nicht eins auf die Mütze und schaust, wo er dich hinbringen kann? Das verstehe ich jetzt noch nicht so richtig, aber mal gucken. Ein glitzerndes Eibock also. Perfekt. Oh. Es kann auf jeden Fall nicht mehr als die normalen Eiborgs. Du kannst jetzt im Eibock durch die Gegend flitzen. Vielleicht können wir das benutzen, um da hochzukommen. Da, wo die Truhe war. Easy. Wir probieren es einfach mal. Springen. Yo. Das ist eine witzige Idee. Eine sehr witzige Idee. Weil es findet einen Ausdauersamen. Wow. Weil es findet ein Anleitungsbuch mit dem Titel Steck dir eine Feder an den Hut. Weil es lernt, eine Federkappe herzustellen. Die könnte interessant sein für... Wir sehen uns tatsächlich da drin. Guck mal. Das könnte interessant sein für Eric. 2-4 und Zauberwasser. Das Auge Saurons. Hey, what do you think you're doing? That orb belongs to us. Get your filthy hands off it. Whoever you are, you've just made a seriously big mistake. Uh-oh. Grimmige Greife. Ich habe eine Idee. Und zwar steiniger Springbrunnen auf einen von denen. Und du kannst mal Knister starten. Wow. Okay. Verbrannte Erde. Eric muss gekräftigt sein. Erzeugt einen großen magischen Zirkel. Feinde im Wirkungsradius werden anfälliger für Attacken, die auf Feuer oder Erde basieren. Sehr gut. Und dann können wir hier Knister machen. ...15 Schaden. Oh, die haben immer noch so viel. Krass, okay. Wir können nochmal Knister machen. Der eine Greif ist jetzt schon relativ angegriffen. 20. Okay, Eric, wie wär's mit Wegwurz, Olefiole? Du musst auf jeden Fall ein Heilkraut nehmen. Wir sollten uns auch irgendwie... Warte mal, was bringt nochmal Heilung? Bis zu 25. Starke Arznei hätten wir aber auch. Wobei wir benutzen erstmal ein Heilkraut. Multiverlangsamung, das ist nicht gut. Oh, der eine ist besiegt. Perfekt. Wir haben sie. Die grimmigen Greife wurden besiegt und offenbar kommt dieses immer, wenn wir einen Bossgegner bezwungen haben. Also dieses Dumm und dann dieses... Blurry. Dieser Blurry-Effekt. Jedes Gruppenmitglied erhält 330 Erfahrungspunkte. Genau das gleiche wie beim Lausebengel. Ha!
amateurs. But who the hell were they? And what did they want with the orb? Naja, auf jeden Fall auf den Befehl von irgendwen. Well, whatever. It's back with its rightful owner now. And about time, too. You know, after they threw me in jail, I thought I'd never see this thing again. But here I am holding it. You're some kind of lucky charm, you know that? I've got a feeling that if I stick with you, everything will turn out okay. Just don't ask me what I mean by everything. That's my business. Na, also er trägt noch Geheimnisse mit sich herum. Right, I've done what I came to do. Guess we should head east and check out that door of departure place your grandpa mentioned. Scheint so. Wir haben immer noch den Eyeborg. Ich frage mich natürlich, ob wir damit sonst noch irgendwo hier etwas machen können. Wow. Wir fallen hier so natürlich ein bisschen auf. Ich hätte sonst gedacht, dass wir vielleicht darüber können, aber vielleicht auch nicht. Uah. Ja, da kriegen wir schon hin. Das ist interessant. Es gibt also auch Koop-Kräfte, wo nur einer der beiden als wirklich gekräftigt sein muss. Und wir haben ja auch schon von Koop-Kräften gehört, wo alle Gruppenmitglieder gekräftigt sein müssen, beziehungsweise beteiligt sind. Und ich schätze mal, dass wir insgesamt drei jeweils in einer Gruppe maximal haben können. Okay. Ja, das ist okay. Aua. Aua. Stört mich aber nicht großartig. Denn wir sind einfach zu stark. So kommen wir nach oben. Perfekt. Sieht so aus, als wären die Wachen auch aufgestanden. Hier sehe ich sie jetzt allerdings nicht. Ich frage mich, wie lange ich diesen Eyeborg mit mir rumschleppen kann. Ah, jetzt haben wir ihn verloren, okay. Ich habe eine Idee oder ich habe eine Vermutung. Monster. Alle Monster anzeigen. Ah, ne. Monster nach Typ anzeigen. So, was haben wir hier? Heliodorische Wache. Gemeine Fußsoldaten der Armee von Heliodor. Sie sind pflichtbewusst und fast schon pedantisch, zeigen als Kämpfer aber meist nur mäßiges Können. Ich hätte jetzt gedacht, dass sich hier die Bosse zeigen, aber das sind wahrscheinlich alles Leute, die wir nicht zuordnen können oder so. Vogelfamilie. Grimmiger Greif. Ihre fulminanten Flügel und kolossalen Krallen lassen sie sehr eindrucksvoll erscheinen. Allerdings sind sie in der Hierarchie der Monster höchstens bessere Handlanger und werden oft herumkommandiert. Trotzdem waren die nicht gerade einfach. Später werden die wahrscheinlich Standardgegner werden. Wo sie jetzt Bossgegner waren. Haben wir denn eigentlich... Ne, haben wir eigentlich nicht, oder? Wir haben nicht alle Monster, glaube ich, bekämpft in dem Tempel. Zumindest nicht alle Monster, die es dort gibt, theoretisch. Aber das ist auch nicht so schlimm. Denn das kann man auch alles irgendwann mal nachholen. Da vorne ist ein Funkelfleck. Ich bin mir die ganze Zeit nicht sicher, ob ich die Musik noch leiser machen soll. Ich habe sie nämlich schon mal leiser gemacht, weil mir aufgefallen ist, dass die sehr laut ist. Das muss ja nicht so mega laut sein.
Wir wollen uns diese Fischerhütte auf jeden Fall auch nochmal angucken. Oh, hier sind auf jeden Fall zwei neue Gegnertypen. Kalamari-Knirpse. So cool, ey. Das ist schon ziemlich cool. Oh, ihre Rüstung ist jetzt allerdings nicht so der Hit. Malt müßig auf dem Boden herum, okay. Also entweder das gibt, fummelt fröhlich herum, bescheuert. Okay, Dolche machen ganz gut Schaden gegen die offenbar. Wer 51 Erfahrungspunkte, na immerhin. Krabby. Der malt schon wieder auf dem Boden herum. Sabberkrabbe. Das ist natürlich ein paar... Oh. Okay, der hat einfach nur eine starke Rüstung. Kleinen Schildpanzer. Ich frage mich wirklich, ob wir nachher noch mehr über die einzelnen Gegnertypen lernen. Also Hitpoints, also zumindest so ein Bereich wie bei Diablo. Wenn man da seltsames Seegras, wenn man da genug von besiegt hat, dann hat man da ja auch immer noch weitere Infos bekommen. Das könnte ich mir hier irgendwie auch gut vorstellen. Da vorne ist ein Fischer. Wie bitte? Du suchst nach der Pforte des Fortgangs? Naja, sicher bin ich mir nicht, aber östlich von hier steht so ein alter Kasten mit einer großen Doppeltür. Wenn dir nichts ausmacht, den weiten Weg zu einer Ruine zu latschen, dann schau doch mal vorbei. Man weiß ja nie. Alles klar. Ich hätte jetzt gedacht, wir können auch selbst eine Angel in die Hand nehmen. Man muss ja mal gucken, was man hier irgendwie alles angucken kann oder so, aber... offensichtlich sonst nichts weiter. Bams. Kalamari-Knirpse. Aber wir müssen für die Flinkheit von Waldes dringend mal was tun. Das ist zu wenig. Ich will, dass er öfter rankommt. Und schneller. Vor den anderen. Wir haben ja mittlerweile sehr viele von diesen Samen. Ich weiß gar nicht, warum ich die alle aufbewahre. Aber ich will halt... ich habe jetzt keinen Bock, nur alle meinem Hauptcharakter zu geben. Ich meine, klar, der wird wahrscheinlich immer in der Gruppe sein. Und es ist deswegen schon am sinnvollsten, ihn zu stärken. Aber das kommt mir manchmal falsch vor. So. Da oben kann man hin. Yo. Ist hier denn irgendwas? Kann ja sein, dass sich hier irgendwie irgendwas verbirgt, aber es sieht nicht danach aus. Die Pforte des Weggangs oder des Fortgangs ist direkt hier drüben. Durch diesen Gang hier. Hier durch. Ich bin gespannt, wo sie mich hinbringen wird. Auf jeden Fall ist es genau das, was Großvater wollte. Wir ziehen in die Welt hinaus. Oh. Fliegende Gegner. Oh, scheiße. Hendrik. Did you really think you would escape me, Darkspawn? Damn it, they found us. Oh Gott. Well, don't just stand there. Come on. Huh.
seize him! Here, take my hand! Quickly, the keystone! You shall not escape me, Darkspawn! Nein. Run now. Think you have won. The game has not even begun. Vor dem habe ich Respekt. Aber wo kommen wir jetzt hin? Phew, we made it. That was too close. So, where exactly are we? I don't recognize this place at all. Nun, ich auch nicht. Du wirst mir nicht entkommen. Dafür, dass du dem furchtlosen Ritter Henrik erfolgreich entwischt bist, der immer noch Jagd auf dich macht, weil er dich für den Vorboten der Verderbnis hält. Oder des Verderbnis. Oder des Verderbens, so. Das Hochland von Onsen. Onsen Oshiyama, Pforte des Fortgangs. Umland von Gallopolis. Ach, da unten ist das, okay. Sehr interessant. Mission in der Nähe keine. Gebiete in der Nähe Oshiyama, Onsen und Umland von Gallopolis. Onsen wird wohl so eine kleine Siedlung sein. Der Weltkarte könnte die da oben sein, vor dem Vulkan. Funkelflecken haben wir hier auch einige. Bei ihm können wir speichern. Dieser Ort wurde seit Ewigkeiten nicht gestört und doch seid ihr nun hier. Welch seltsamer Pfad euch wohl hierher geführt hat, aber das geht mich nichts an. Vielleicht kann ich ja irgendwie behilflich sein. Ja, wir wollen speichern. Krass. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Also bisher gefällt mir das Spiel ausgesprochen gut. Ich denke, das ist mittlerweile auch kein Geheimnis mehr. Das ist einfach richtig cool. Und ich hoffe, euch gefällt es auch. Beim nächsten Mal werden wir uns das Hochland von Onsen hier genauer ansehen. Und mal schauen, ob wir dann nach Onsen kommen. Wird wohl eher eine kleinere Siedlung sein, aber mal sehen. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Und denkt natürlich immer daran, I want you for an adventure.